Hallöchen, willkommen zurück zu Final Fantasy 7, dem Remake mit meiner Wenigkeit, der dufte Typ. Und wir sind jetzt doch spontan für Jesse eingesprungen und dürfen jetzt bei der zweiten Mission mitmachen. Yay, ich hab doch Freunde, die wollen mit mir spielen. Und alles gut. Nein, Avalanche ist nicht euer Feind, ihr Lappen. Geh mal aus dem Weg, sonst bin ich gleich euer Feind. Ja, wir treffen uns am Bahnhof, um dann wieder nach Midgard zu fahren. Das wird spannend, das wird lustig, das wird interessant. Und ich bin mal gespannt, was für Sachen dann noch so auf uns zukommen werden. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt über die unidentifizierten Geisterscheinungen, die hier die ganze Zeit durch die Gegend flattern. Aber passt schon. Ja. Oh, reden wir mal kurz mit dem. Die Karten, die du kaufst, als Favoriten des Alleskönners ausschreiben. Die werden weggehen wie nichts. Hier haben wir auch Sachen, die wir kaufen könnten. Schauen wir doch mal ganz kurz. Barret Seam. Heiltränke haben wir noch eine ganze Menge. Wir könnten uns noch mal ein paar Phönixfedern holen, dass wir so 10 Stück haben. Ja, und komm, wir kaufen uns Barret's Seam, damit wir die Musik dann irgendwann auch mal im Radio hören können. Hallo Cloud. Oh, hi. Deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Klar. Sehr gerne. Analyse hatten wir schon. Die hast du uns schon gegeben. Schade. Nee, Waffe zurücksetzen brauchen wir auch nicht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das ist super nett, weil deswegen analysiere ich die ganze Zeit. Ich möchte nämlich, dass er nämlich die Kampfberichte ausfüllt. Und es werden halt eben nach und nach immer mehr. Das ist schon ziemlich cool. Schwach gegenüber... Ja, gut, wir haben noch keinen Blitz gefunden, glaube ich. Was ist das? Verwende Spezialfähigkeit bei Gegnern im Schockzustand. Oh, achso. Das ist auch mal interessant. 15 Arten von Gegnern in Schock versetzen. Aha, so läuft das hier ab. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. So, hallo Barret, da sind wir. Ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Wollen wir auf den Zug warten? Ja, bitte. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Ja, kein Problem. Was sollte schon schief gehen? Eine Bezeichnung für Gruppen, die sich von Avalanche abgespalten haben. Den Anfang machte Barrett's Flügel, der in Midgar an vorderster Front gegen Shinra-Konzern kämpfte und mit den zögerlichen Hey. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Thank you.
Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Also nix für ungut, Barrett, aber du bist ja nur der, der am meisten auffällt. Hey, na, wie geht's euch? Euch habe ich noch nie gesehen. Wollt ihr mit mir reden? Ich bin gar nicht... Sicherheitsvorkehrungen. Uns wird schon nichts passieren, oder? Ich bin gar nicht so böse, wie ich aussehe. Der richtige böse Dude ist nämlich weiter nach vorne gegangen. Und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Na, bin gleich wieder zurück. Danke. Na also, danke, dass du endlich die Tür freigegeben hast. Schauen wir mal nach, was Barrett hier so treibt. Oh, wir werden hier echt mit Materie zugeworfen. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Festnehmen, die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Feige Sau. Willst du, dass wir auffliegen? Er ist leicht nervös, der Dude da vorne. Aber ich gebe Cloud völlig recht. Ich meine, noch auffälliger kann man das ja nicht machen. Guck mal, was wir hier haben. Heilen! Yay! Noch mehr heilen. Hey, Kollege, was ist los? Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Rede mit mir. In den Büros in Sektor 4 ist das Chaos besonders groß. Schön. Lassen Sie mich bitte allein. Nein. So wie du mit deinen Beinen zappelst, ganz sicher nicht. Lassen Sie mich bitte allein. Okay. Weiter nach vorn. Mal gucken. Ah, wir können... Oh, ist ja gut. Jetzt wissen die aber, dass wir zu dritt sind. Du bist so gut im Undercover sein, Barrett. Obwohl, wir können ja nochmal mit Barrett reden. Hey. Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Merke ich. Indem du unschuldige Leute in Schlips und Krawatte anfängst, Schläge anzudrohen und sowas. Sehr, sehr schön. Oh, wo ist denn Tifa? Tifa? Ach, da hinten sitzt sie. Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Wieso das? Was soll das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Was ist los? Mir nach! Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Wow. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich bin aus Versehen auf irgendeine Taste gekommen. X vermutlich. So. Nee, nicht Gegenstände. Fertigkeiten. Ich möchte natürlich hier weiter rum analysieren. So. Hey, ich glaube, wir haben was abgeschlossen. So, aber das kriegen wir hin. Einfach mal ein bisschen draufpacken. Pack, 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 pack.
ganz schnell weiter. Könnt ihr mal bitte aufhören, die Tür vor meiner Nase dicht zu machen? Ach, darum. Da sind noch mehr von den Viechern. Ich hab mich schon gewundert, warum die... So. Darf ich jetzt durch oder sind da noch mehr Gegner? Nee, ich glaube, ich darf jetzt endlich durch. Jetzt muss ich die Tür aufmachen oder was? Sonst hat sie ihn... Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind wir sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Okay. Wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Hm? Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf jeden Witzplan E. Na denn? Los geht's! Euch habe ich noch nicht vernünftig angegriffen oder begrüßt, deswegen probiert's doch mal mit Blitz. Na, das hat gesessen. Ich sollte nochmal... Ach, ich habe keine ATB mehr dafür. Jetzt habe ich ATB, um einmal eine Fertigkeit anzusetzen. Einmal einen Mutangriff. Das war's dann. Voll daneben. Geil. Na gut. Wir kriegen ihn trotzdem noch zermetzelt. Hack Fleisch, ich meine Elektroschrott. Okay, Barrett ist in die Richtung. Wir gehen in die Richtung. Früher gab es mal so einen Moment, da gab es hier hinten eine Kiste oder sowas zu holen. Weglaufen. Ich desertiere dich, ich habe keinen Bock mehr auf euren Scheiß. I'm out of here. Nein, nein, nimm die Truhe. In einer Schiene, die sich im bei Schienen, die sich im Kreis bewegen, ich glaube nicht. Ich will einfach mal gucken. Wie weit ist denn das? Oh, das ist schon ein gewaltiger Weg. Aber egal, wir laufen diesen Weg jetzt einfach entlang. Gut, wir können hier nichts. Dann gehen wir jetzt auf der anderen Schienenseite wieder zurück. Ich dachte, hier gibt es noch was. Aber ich glaube, dass die bewusst natürlich die Kisten nicht dorthin stellen, wo sie, wo die Leute, die normalerweise das Spiel damals auf der PlayStation gespielt haben, Gegenstände vermuten. Das finde ich auch nicht schlimm, keineswegs. Tatsächlich finde ich das sogar ziemlich gut, weil das macht halt eben das Spiel neu. Also Man kennt halt eben so viele Sachen aus dem Handlungsstrang. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Aber trotz allem sieht das Ganze hier halt eben... Gibt es hier halt eben unterschiedliche Wendungen. Oh, hey, wir können uns hier ausruhen. Hey, komm tiefer. Erstmal eine Runde sitzen. Ganz gemütlich. So, ist nämlich gar nicht so verkehrt. Dadurch sind die Lebenspunkte wieder erfrischt. Eine Runde gesessen, jetzt können wir weitermachen. Helfen wir Barrett.
wo auch immer der jetzt ist. Vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprungen bist. Kein Problem. Moment, haben wir hier noch keine was? Schwere Last? Ja. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Erstens haben wir hier ein paar Kisten. Und zweitens ist da drüben auch noch eine Kiste. Die habe ich gerade eben noch beim Vorbeigehen gesehen. Mit zwei Supertränken. Ich glaube, wir sind echt gut ausgestattet. Wow! Okay, wir müssen hier echt ein bisschen aufpassen. Wegen den Zügen. Köstlich, köstlich. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir! Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt. Ihr werdet den dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl. Blöder Heidegger. Dieser olle Nyahaha oder Giahaha. Ich weiß es nicht mehr. Oh, guck mal, da liegt, glaube ich, eine Materie. Wow! Oh, ich dachte gerade, der Zug kommt von hinten. Da sind sie! Ja. Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Bitte Verstärkung! Ich hol das Ding mal erstmal runter. Au, was war das denn? Gut. So willst du das machen? Ich mach das auch mit dir. Hier, smack. So. Gar nicht mal schlecht tiefer. Und dann. Ah ne, das war doch nur ein Licht. Ich dachte, das wäre eine Materie gewesen. Schade. Gucken wir hier nochmal ein bisschen hin und her. Vielleicht findet man hier wieder irgendwelche Kisten versteckt. Sollte man echt ein bisschen drauf aufpassen. Aber gut. Wo wandert denn der Barrett rum? Muss doch hier eigentlich irgendwo rumgeistern. Ah. Oh. Ich kann hier nicht hoch. Ah, da ist eine Treppe. Ich sehe sie. Was haben wir da noch? Das sieht nach nichts aus. Ja, du kannst so viel rumtoben, wie du möchtest, mein Klotz. Ohne uns kommst du trotzdem nicht weiter. Wait. Okay. In anderen Final Fantasy Teilen sind immer die verwinkelten Ecken die, an denen man an Kisten findet. Beeilung. Hallo. Da seid ihr endlich. Jetzt können wir schon die Rippen halten. Alles am festnehmen. So, da ist noch eine Materia-Stufe, die ich auch bekommen habe. Ich würde ganz gerne trotzdem nochmal eine Fertigkeit. Impulshieb haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Das hätte ich vielleicht nicht unbedingt auf ihn machen sollen, aber okay. Oh, aber das ist ein guter Moment, um hier mal ein bisschen die Kreis zu fuchteln. Nice. Leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Sie verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab.
nach dem Zwischenfall im Zug gerade, würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Klingt nach einem weiten Weg, den wir vor uns haben. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Gut, wo gehen wir hin? Das war die Stelle, an der wir gerade Barrett getroffen haben. Okay, wir müssen also weiter den Schienen entlang laufen. Trotzdem frage ich mich, so leid es mir tut, ob es hier hinten vielleicht irgendwas noch gibt. Oder ob wir dann wieder aufgehalten werden. Ich weiß, die Umwege sind ein bisschen lästig, aber... Hier geht's nicht zum Reaktor. Das ist mir bewusst, dass es hier nicht zum Reaktor geht. Aber wir kennen diese Spiele. Und, okay. Wenn du in diese Richtung willst, erklärst du mir das besser. Der Reaktor liegt in der anderen Richtung, oder? Hab's verstanden. Geradeaus weiter. Gibt's hier sowas wie Autolaufen, wie bei anderen Spielen? Ja, die Cutscenes in 13 fand ich damals auf der PlayStation 3 so dermaßen genial, weil man die von der Spielgrafik kaum unterscheiden konnte. Wenn man jetzt... Was haben wir denn hier? Wenn man beispielsweise jetzt Final Fantasy 13 auf dem PC spielt, beispielsweise, merkt man halt eben echt massiv den Unterschied zwischen Cutscene und Ingame-Sequenz. So, hier haben wir doch neue Gegenstände. Was haben wir denn hier in der Box? Hallo, Elixier. Und MP Heilungs Makonit. War hier gerade eben einmal die Tür weggeglitscht? Habe ich das richtig gesehen? Der Kleffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Kleffer? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Okay. Nur Abschnitte mit blauem Licht und einem Druck, ja. Ist mal wichtig zu wissen. Okay. Das heißt, diese Schiene hier jetzt. Spazieren wir hier ein bisschen weiter in der Mitte rum. Sicher ist sicher. Ah, kann ich nicht. Noch mehr Kisten. Oh. Oh, da kommt sogar noch Blut dazu. Dann Fertigkeiten, Mutangriff,
Schwertspurenanalyse. Moment. Dreifache Attacke auf Gegner in deiner Umgebung. Das klingt gut. Auf. Ach, nehmen wir den durch. Ja. Oh, da ist ja noch einer. Noch ein Hund. Der kriegt einen Mutangriff ab. Oder auch nicht. Immer diese komischen Kommentare. Der Feind ist geschwächt. Ja, das ist richtig. Ah, Waffenpunkte. Wir haben Waffenpunkte bekommen. Aber hier gehen wir auch nochmal rein. Vielleicht finden wir hier auch nochmal Kisten. Hallo, ist hier jemand? Oh, es muss ja auch ein langweiliger Job sein, die ganze Zeit irgendwo in der, irgendwo bei den Zügen rumzuhocken. Also machen wir den Spaß hier auf. Äther. Ah, aber mir ist gerade aufgefallen, die regenerieren auch zwischenzeitlich. Damit kann man sicherlich Blödsinn bauen. Ja. Okay. Zitternde Bänke. Wer weiß, was ich noch hätte damit anstellen können. Wenn das nicht auf Dauer langweilig werden würde. Oh oh. Ah nee, der kam nicht von uns. Ich hatte schon gerade eben echt Sorge. So, ist das wieder ein blaues Signal? Ich hoffe. Ah, okay. So sehen die Zeichen aus. Aber trotz allem ist das hier ein blaues Signal. Okay, hab's verstanden. Ich darf da nicht lang. Irgendwie so eine versteckte Kiste im Dunkeln? Nope. Dann wollen wir mal Treppen laufen. Stamp hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Gut. Augen offen halten auf Stamp. Und dann sollte das Ganze auch schon laufen. Ach, Gegner. Wait. Tötet mich alle gleichzeitig. Das sind Ratten. Ich glaube, die kenne ich auch. Verdammt. Das war's. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die kenne ich noch nicht. Und dann zerlegt ihr die einfach. Ihr seid so gemein. Mit der habt ihr voll den Spaß. Am Analysieren. Was ist das? Nicht gerade einladend. Ist das ein ganzes Nest? Ja, die Tiere hinterein mutieren prächtig. Sag Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser gesagt Shinra. Das gefällt mir überhaupt nicht. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Herzlich willkommen. Kann man das kaputt machen? Ich denke drüber. Nee. Widerlicher Schleimwanzug. Was auch immer ihr seid. Aber Fertigkeit. Nee, doch. Analyse. Auf einen Gastrit. Wow. Bin mal so frei. So, Gastrit. Ist wirksam gegen Eis. Gibt super Tränke. Spinnennetze. Und solche Spielchen. Und sind jetzt noch die Ratten? Ne, die Ratten sind auch schon wieder weg. Die Ratten bringen anscheinend so praktisch überhaupt nichts. Die halten einfach nichts aus. Wahrscheinlich sind das die bösesten Gegner zum Analysieren. Aber wir werden hier nochmal gut ausgestattet mit Supertränken. Ja, ich habe doch Dreieck gedrückt. Jetzt geht doch. Mmh. Yummy, yummy, yummy. Richtig lecker. Also eigentlich müsste Shinra uns bezahlen dafür, dass wir hier die Insekten töten. Ich sag ja, ne? Ich glaube, könnte eigentlich ein Kammerjäger ein Geschäft aufmachen. Nee, Magie. Ach, schade. Ich glaube aber, Feuer geht auch. Auf den Gastrit.
sage ich doch. Dankeschön. Das habe ich nebenbei mega vermisst, diese Melodie, die Barrett da gerade vor sich hin trällert. Weil normalerweise nach jedem Kampf kam die ja. Jetzt macht sie Barrett, das finde ich gut. Wenigstens einer, der seinen Job ernst nimmt. Ist das ein bekanntes Terrarium oder was? Jo. Oh. Bitte was? Da hinten haben wir die Zerg-Mutter. Da ist die Zerg-Mutter. Was ist sie? Sie ist groß. Und erleidet nach einer bestimmten Schadensmenge den Schock. Okay, erstmal machen wir hier die kleinen Viecher mal ein bisschen platt. So. Geht doch. Und... Los geht's. Ups. Einmal kurz Maggie. Ich glaube nämlich, die mag gar kein Feuer. Ja, ich weiß. Stimmt ja. Ich bin ja played. Ich könnte ja auch einfach mal auf... Ne, Barrett hat's nicht. Auf tiefer wechseln, weil die hat natürlich Eis dabei. Und da kam Eis angeflogen. Und das gleiche machen wir doch gleich nochmal. Ah ne, der ATB-Bike ist nicht voll. Nee. Safe. Hier hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Oh, Mann, war das widerlich. Yep. Irgendwann entgleist wegen so einem Ding mal ein Zug. Wie denn keiner? Muss wohl erst ein Unfall gehen. Ja, ist ja immer so. Sehr lecker. So, was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Was? Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Diese Spinnennetze wegschlabbern. So, boah, yay. Drei Phönixfedern. Nochmal ein bisschen Kohle gespart. Okay, ich dachte, das wird ein Rätselspiel, wo wir jetzt einfach den Graffiti hinterherlaufen müssen. Stattdessen bekommen wir einfach... Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Hat doch alles keinen Sinn. Ups. Wo kommen die her? Nachdem wir noch getraut. Das ist richtig. Wir sind gesuchte Schwerverbrecher. Oh, nach dem... Der Limitbalken ist schon wieder leer. Ich glaube, nach jedem Kampf setzt sich der Limitbreak zurück oder so. Oder nach fast jedem Kampf. Das ist ja blöd. Egal. Analyse. Wir nehmen nochmal den Brandgardist in den Obhut. Trotzdem mag er kein Feuer. Au. Wir müssen mal aufpassen, nicht, dass er hier explodiert, wenn man das irgendwas macht. Da kam wohl eine Granate geflogen. Das macht nichts. So. Ihr steht gerade so wunderschön zusammen. Nee, ich möchte ganz gerne Feuera haben. Und guck mal. Ach, Tifa, mussten wir ihn da so zur Seite wegprügeln? Ich wollte die gerade alle mit einem Schlag killen. Aber nee, die Tifa lässt mir den Spaß nicht. Moment. Ich wusste doch, dass ich da Kisten gesehen habe. So, hinterher. Einfach mal hier los. Wir sind auch gleich fast am Ziel. Hier geht's weiter. Anscheinend sind wir in der richtigen Ecke angekommen. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Geheimgänge sind toll. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avalor. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht.
Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Oh. Ja. Wir werden sofort den Testroboter in Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Okay, Junge. Ich weiß nicht, was du geschluckt hast, aber nimm weniger davon. So, wir können hier runter. Das ist gut. Wahrscheinlich müssten wir jetzt ein bisschen darauf achten, dass wir den roten Lichtern, den blauen Lichtern folgen. Ah, da ist ein blaues Licht. Da, noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Perfekt. Dann müssen wir wohl hier entlang. Du kannst Stamp echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen. Gut. Dass das Ding so glorifiziert. Wären wir auf die andere. Wenn wir auf die andere Seite gegangen wären, vom Zug überfahren worden. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Okay, da vorne sind irgendwelche Dinger am Werk. Guck mal hier nochmal kurz links und rechts. Nee, nichts. Bevor es hier weitergeht, einen kleinen Cut. Nur für euch und für mich. Bis gleich.